Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen kleinen, aber feinen DM-Haul. Mein letzter Haul ist zwar noch nicht so lange her und das war ein Einkauf aus dem Rossmann. Den verlinke ich euch hier gerne nochmal hin und natürlich auch nochmal als Link unten in die Infobox. Den dürft ihr euch gerne anschauen, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet. Auch sehr coole und schöne Sachen habe ich eingekauft. Und ja, heute habe ich ein Schätzchen. Das sieht heute so aus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an und ich wünsche euch bei meiner Ausbeute sehr viel Spaß. Ich greife rein und packe einfach das raus, was ich gerade so finden kann. Und zwar fange ich an mit den Alnatura Knabbereulen. Die habe ich mir gekauft, weil ich die einfach sehr gerne esse, mal so zwischendurch so ein bisschen Süßes in Anführungszeichen. Und ich esse die verdammt gerne. Und das sind diese ganz normalen, die Classics. Und deswegen durften die auch mal wieder mit nach Hause kommen. Das nächste, was ich aus meiner Tüte hole, bitte lacht nicht, aber ich habe bei der Babyabteilung eingekauft. Und zwar ein Thermometer, ein Badethermometer. Ich habe kein anderes gefunden. Also falls es da noch was anderes gibt, dann korrigiert mich bitte. Aber ich habe mir vom Babylove dieses kleine süße Etwas gekauft, weil ich einfach das Gefühl habe, im Moment viel zu heiß zu baden. Und ich bade so gerne jetzt zur Herbst- und Winterzeit. Und es tut einfach mir so verdammt gut und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass es mir doch echt zu heiß ist. Ich kann es nicht abschätzen, aber ich habe einfach das Gefühl, ich hyperventiliere da drin. Und deswegen habe ich mir ein Badethermometer gekauft, ne? Sehr süß. Ihr werdet feststellen, ich habe alles kunterbunt eingekauft, weil so ein DM-Haul, da gibt es natürlich nicht nur immer dekorative Kosmetik. Da kommen auch viele Dinge mit, die ich einfach so für den Haushalt und für die Küche brauche. Und deswegen habe ich auch wieder den Tomatenmark eingekauft. Das Tomatenmark, den Tomatenmark, wie sagt man es eigentlich? Alnatura hat einfach den leckersten Tomatenmark, meiner Meinung nach. Ich kann dazu einfach nichts sagen, weil es ist einfach cool, damit zu kochen. Und Alnatura ist einfach eine ganz leckere Marke und von daher gab es wieder einen Nachkauf. Jetzt habe ich etwas für das Bad. Ich habe, wir haben einen Gast. Ellie, say hi. Oder doch nicht? Nein, dann anscheinend doch nicht. War ein kurzer heimlicher Besuch, weil das macht sie sehr gerne. Über meinen Schminktisch laufen. So, nochmal. Also, ich habe was fürs Bad eingekauft. Eher gesagt, fürs Klo. Einen neuen Kloduft. Ihr kennt mich. Ich kaufe den immer ein. Und immer im Doppelpack. Und diesmal habe ich mich für Lemon entschieden. So sieht's aus. Ich habe einen weiteren Nachkauf gestartet. Und zwar habe ich mir neues Waschmittel gekauft. Ich bin ja wegen meiner Duftstoffallergie umgestiegen auf Frosch. Und Frosch macht wirklich sehr coole Sachen. Auch im DM kannst du ganz, ganz viel erhalten, wenn du es auf natürliche Basis magst und nicht Chemie besetzt kaufen willst. Also das ist wirklich eine gute Marke, die auf Bio-Qualität Wert legt. Und das ist für alles, also für Buntwäsche, für schwarze Wäsche, jetzt nicht unbedingt für Wolle geeignet und Feinwäsche, da gibt es wieder was anderes, aber da kriege ich wirklich alles im DM. Und meins war leer und deswegen gab es einen riesengroßen Nachkauf von fast 2 Liter Waschmittel. Auf Empfehlung meiner Mutter habe ich mir ein neues Deo gekauft. Ich bin nämlich mit ihr zusammen einkaufen gewesen und wir ergänzen uns da ganz gut. Ich helfe ihr immer so ein bisschen im Beauty-Bereich und sie so im Pflegebereich und alles, was so Küche, Bad und etc. angeht, ist sie auch immer da, die den einen oder anderen Tipp hat. Und diesmal hat sie mir einen Tipp bezüglich einem Deo gegeben. Sie benutzt das Rexona Maximum Protection, aber irgendwie in einer anderen Richtung. Ich habe das Stress Control mir genommen. Sie sagt, das wäre super gut, das hätte auch wohl ganz gut abgeschnitten und sie verträgt es und es hält sehr lange und also ich soll es einfach mal ausprobieren. Das ist wohl so eine Creme. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung. So sieht die Verpackung auf jeden Fall aus. Aus dem Grund habe ich mir das jetzt gekauft, weil ich einfach momentan kein passendes Deo mehr habe. Ich habe so einen Deo-Roller, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man riecht unangenehm nach einer gewissen Zeit. Ja, und ich bin nicht unbedingt mehr so Fan von Flaschen, also von Dosen, von Sprühdeos. Von daher
warum nicht? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Zur kalten Jahreszeit gehe ich ja, wie schon vielleicht des Öfteren erwähnt, sehr gerne baden. Und ich bin wirklich froh, jetzt eine Badewanne zu besitzen. Und ich habe verschiedene Öle, ich habe verschiedene Salze, ich habe wirklich alles von Rückenschmerzen, Gelenkwohl, bla bla bla, Entspannung pur etc. pp. Und was ich auch gerne benutze, ist von Tetisep das Rücken- und Schultermeersalz. Das ist so eine kleine Packung, da sind 80 Gramm drin. Aber das ist für, wie gesagt, eine Badewanne und mir tut dieses hier wirklich sehr gut. Ich vertrage es, ich kann da nichts Negatives zu sagen. Man muss es einfach mal selber ausprobieren, wenn man Probleme mit der Schulter oder mit dem Rücken haben sollte. Es ist eine schöne Ergänzung zu meinem Yoga-Training und es tut einfach verdammt gut und es entspannt extrem. Noch etwas für unsere Hausfrauen, auch für meine Wenigkeit. Ich habe mir nochmal Wäsche-Weißtücher gekauft, weil ich die immer sehr gerne benutze, da ich es liebe, wenn die Wäsche einfach schön weiß ist. Und dadurch, dass mein Freund halt auch hauptsächlich durch seinen Beruf weiße Wäsche benutzt, trägt und so weiter und so fort, sind die sehr praktisch und von daher auch mal wieder einen Nachkauf gestartet. Meine Kaugummis waren leer, falls ihr wissen wollt, was ich für Kaugummis esse, kaue, wie auch immer, das sind die Bubblegums, die extra Bubblegums. Ich liebe die, wenn ihr Hubba Bubba kennt, heißt das Hubba Bubba oder heißen die überhaupt so? Ich weiß nicht, dieses Kaugummi hat genau diesen Geschmack. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das ist so eine Rolle, wo ihr so eine ganz lange Schnecke habt und das abziehen könnt und das so, das schmeckt so lecker. Und genau diesen Geschmack haben diese Kaugummis und deswegen musste ich die mir wiederholen, weil ich liebe einfach diesen Geschmack. Yay, jetzt kommen wir zu den letzten Sachen und jetzt geht's um die dekorative Kosmetik. Kleine Sachen sind mit mir gekommen. Ich habe mich zurückgehalten. Aber ich habe mir ein neues Make-up-Ei gekauft, weil meins ist so ekelerregend, auch wenn ich das schon so häufig sauber gemacht habe, aber es ist gerissen, es ist einfach nicht mehr schön und ich benutze das wirklich täglich und von daher habe ich mir das jetzt einfach mal in Lila mitgenommen und ja, ich habe es jetzt nicht ausgepackt, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie dieses Ei aussieht, weil so neu ist das hier auf YouTube natürlich auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, endlich wieder was Schönes, Frisches, was ich benutzen kann bei der täglichen Anwendung meines Make-ups. Snap, snap, snap. Snap, snap, snap. Schaut mal, was ich noch eingekauft habe. Dieses kleine Prachtstück hat sich schon wieder in meiner Tüte versteckt. Ich wollte euch das unbedingt mal zeigen, weil das geht jedes Mal so, wenn ich hier einen Haul drehe, du Schlawiner. Und so schlimm sieht es dann aus, wenn ich euch die Sachen gezeigt habe. Also wie so ein kleiner Vlog mal kurz zwischendurch. Wisst ihr Bescheid, ne? So sieht's hier hinter den Kulissen aus. Die letzten beiden Sachen sind zwei Lippenstifte. Ich konnte es wieder nicht lassen. Ich habe schon so verdammt viele Lippenstifte, ne? Ich könnte, glaube ich, einen ganzen Flohmarkt aufmachen und meine Lippenstifte verkaufen, weil ich extrem viele habe. Aber was soll's, ich zeige euch einfach meinen neuen Einkauf. Und ich musste bei der Mary Berry LE von Essence zuschlagen. Die war schon relativ ausverkauft, aber die hat mich einfach angesprochen. Und ein Lippenstift musste ich mitnehmen. Ich habe nämlich die 03 Red Rocks mitgenommen. So schaut die Nummer und der Name aus. So sieht die Verpackung aus. Ähnelt wieder dem Design von letztem Jahr aus der letzten Weihnachts-Edition aus dem Jahr 2014. Und die Farbe ist wunderschön. Schaut sie euch an. Ich hoffe, sie kommt auch vernünftig rüber. Ansonsten geht ihr mal in euren DM und schaut ihn euch im Originalen an. Und ich swatch ihn jetzt natürlich für euch. Wie soll es auch anders sein? Ja, eine wunderschöne Kombination aus einem Rot und einem Pink. Also kein typischer roter Lippenstift, er hat wirklich noch so einen pinken Stich mit drin. Warum er Red Rocks heißt, keine Ahnung, aber es ist wirklich eine wunderschöne, extreme, knallige Farbe. Aber ich liebe einfach rot-pinke Lippen zur Weihnachtszeit und da werde ich mit Sicherheit einen wunderschönen Look mal rauszaubern demnächst. Und was ich noch mitgenommen habe, ist Essence hat eine neue Rubrik und zwar Sheer Lipsticks rausgebracht. Vielleicht auch schon eine Weile wieder her. Ich bin ja nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Deswegen sind sie mir jetzt erst ins Auge gestochen. Und ich habe mich für eine Farbe 03, auch eine 03er, entschieden.
Mann, Mann, Mann. Und zwar für die BFF. So heißt dieser wunderschöne Lippenstift. Und die Verpackung sieht so aus. Auch eine coole Aufmachung. Wollen wir nicht schmeckern, ne? Gibt sich Essens wirklich Mühe. Lippenstiftmäßig sieht dieser so aus. Und geswatcht sieht der gute Lippenstift natürlich nicht so extrem aus wie hier. Aber das ist natürlich halt auch der Sinn eines Sheer Lipsticks. Auch sehr cool, sehr alltagstauglich. Und das war die schönste Farbe. Also das war so die Farbe, die mich am meisten angesprochen hat. Und deswegen habe ich den natürlich mitgenommen. Wie erwähnt, klein aber fein, aber ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Ich verlinke euch hier noch zwei Videos. Hier auf jeden Fall meinen Rossmann-Haul, wo es sich auch nochmal lohnt, vorbeizuschauen. Und dieses Video, da habe ich mir sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und es ist ein ganz, ganz wertvolles Video für mich. Und es liegt mir arg am Herzen. Also falls ihr dieses Video noch nicht gesehen haben solltet, schaut es euch an, lasst mir einfach eine Bewertung da. Ich würde mich natürlich darüber freuen. Ansonsten findet ihr die Links aber nochmal der Videos unten in der Infobox. Und eine kurze Information. Nächste Woche Samstag kommt kein Video online. Nein, denn nächste Woche Samstag ist das erste Adventswochenende. Das heißt, hier wird es weihnachtlich zugehen in den nächsten 4 Wochen. Denn jeden Sonntag wird es hier auf diesem Kanal ein Adventsvideo geben. Lasst euch überraschen. Ich habe wirklich tolle Sachen für euch geplant. Es gibt wieder eine kleine Weihnachtsverlosung. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche Sonntag einschaltet und natürlich auch die nächsten Adventssonntage. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Zeit. Ich sende euch einen dicken Kuss. Macht's gut. Bye, bye.